Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Ja, wir sind gewarnt. Wir wissen, dass Aachen eine gute Mannschaft hat, trotz alledem. Die letzten Ergebnisse zeigen das. Aus den letzten 3 Spielen haben sie 5 Punkte geholt und auch vorher im Dezember hatten sie auch gepunktet. Sind, glaube ich, in der Rückrundentabelle, glaube ich, 5. oder 6. irgendwie sowas. Das heißt, eine gute Mannschaft, die uns da erwartet. Eine Mannschaft, die sich nicht hängen lässt, sondern eine Mannschaft, die um ihren Verbleib kämpft. Es gibt ja auch immer noch Hoffnungsschimmer, wie man hier und da lesen kann. Und von daher erwartet uns ein ganz normales Drittligaspiel, das wir normal angehen. Bei uns wird keiner den Gegner unterschätzen oder die Situation unterschätzen. Wir fahren dahin, um zu gewinnen. Wir wollen unsere Situation, unsere Position ausbauen. Und dafür werden wir alles tun. Und wir wissen, dass wir alles tun müssen, dass wir an unsere Grenzen gehen müssen, um dieses Spiel zu gewinnen. Es sind 10.000 Zuschauer da, es wird voll. Und dementsprechend wird es eine heiße Atmosphäre sein. Es erwartet uns ein heißes Spiel. Das weiß ich noch nicht. Sind beide irgendwo gleich auf. Es wird vielleicht eine Entscheidung aus taktischen Erwägungen, weil beide jetzt nicht enttäuschen, aber beide auch nicht komplett überzeugen. Und von daher werden wir dann einfach eine Entscheidung. Wir haben heute nochmal Training, wir trainieren morgen in Aachen nochmal, haben nochmal 2 Eindrücke, die vielleicht, ja, die letzte Entscheidung dann hervorholen. Wahrscheinlich wird es so werden. Er ist gestern zurückgekommen, gestern Mittag. Wir haben kurz telefoniert, er hat eine Halbzeit gespielt. Er ist soweit fit und gesund und eine Halbzeit hat ihn jetzt auch nicht zu sehr geschlaucht. Da ist ja drumherum dann auch um so ein Spiel auch wenig Training. Von daher ist er in guter Verfassung und ist auch gleich dabei. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.